Ja, hallo YouTuber. Ich bin da im Kälberstall. Wir haben hier eine neue Decke letzten Winter montiert, aber die ist nicht mehr isoliert. Und ist immer noch nicht ganz alles fertig installiert. Und die Wasserleitung ist arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Frost hat alles auseinandergerissen. Circa an drei Stellen die Rohre voneinander. Schweise. Hier auch. Das Rohr ist, wie gesagt, es war noch nicht ganz gut montiert und das ist gerade heruntergefallen. Dort auch. Und das Problem ist, dass hier ist die Zuleitung und das ist mit dem Hauptwasserhahn, kann ich das nur abstellen. Bevor es taut, muss ich da was machen. Ne? So. Figu ist da wieder am Installieren, ne? Neue Röhren. Werden da montiert. Passt sogar, he? Plus minus. Hier kommt noch ein Adapter. Und wie soll ich sagen, wenn ich einmal ich möchte da Lenkerbecken montieren, was ich da noch weiter an einen Abgang habe. He? So, jetzt noch pressen und dann ist es erledigt. Hoffe ich habe alle Lecks entdeckt. Und der Boiler hier, der ist da auch bei Minustemperaturen. Ich hoffe, der hat es nicht, wie soll ich sagen, verblasen. He? Sonst habe ich dann Pech gehabt. Aber die Leitung sollte eigentlich jetzt wieder IO sein. He? Dort hinten habe ich schon verpresst. He. Mit dieser Zange vom Farmech ausgeliehen. He. Jetzt muss ich hier oben noch verpressen. Filmen. Wenn es verpresst ist, kann man da hier dieses Plastik wegnehmen. Dann sieht man immer, wo man gepresst hat und wo noch nicht. So, noch auf der anderen Seite und hier oben noch. So,
dass es gut sitzt, zusammenstoßt. Da in den Occasion-Röhren, wo ich nicht neu habe, ist also immer noch der Eispropfen ist immer noch drin. He? Die Temperaturen sind immer noch unter Null. Ich musste jetzt gar nicht das Wasser, der Hauptwasserhahn abstellen, weil immer noch zugefroren. Jawohl. Aber jetzt habe ich da ein paar Stück neues Rohr. Dann sollte es auch nicht gleich wieder das Ganze voneinander stoßen. So, noch die Briden, oh, wie sagt man denn, Briden wieder anschrauben, die letzte und dann sollte eigentlich das Wasser wieder rauschen. Das ist die alte Leitung noch vom Schweinstall her, die, ich glaube, der hat es nicht gemacht. Und dort kommt das Wasser. So. So. So, jetzt hoffe ich, das sei dicht. Morgen Abend sollten die Temperaturen wieder im Plusbereich sein. Dann bin ich gespannt, ob das aufhält und vor allem, ob wirklich alles überall dicht ist. Ihr werdet es erfahren wahrscheinlich. Gut, tschüss zusammen, schönen Abend.